Ich denke mal, ihr kommt vom Originalvideo, deswegen spare ich hier mir mal die Verlinkung und trash euch so ein bisschen zu. So, hier haben wir meinen absichtlich etwas hingeklatschten Hintergrund. Wunderschön. Dann kommt der Junge in die Tür. Der Junge ist übrigens so zwischen, sagen wir, 11 bis 14 Jahre alt, wo man halt so die erste Neugier entwickelt. Ich weiß, das kommt nicht ganz so gut rüber, aber das habe ich leider zu spät bemerkt, um das noch zu ändern. Bei dieser Animation habe ich mal ganz nach dem Motto des Ren and Stimpy-Erfinders gearbeitet. Und zwar ist dieses, dass man keinen Gesichtsausdruck zweimal verwenden darf. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber auf jeden Fall habe ich versucht, sehr viele unterschiedliche und einzigartige Gesichtsausdrücke in diese Animation einzubauen. Und ja, habe das dann mit typischen Cartoon-Sounds unterlegt. Das hat mir bei der Animation auch sehr Spaß gemacht. Ja. Dann habe ich noch, das kann man hier ganz gut sehen, versucht, möglichst flüssig Lippensynchronisation zu schaffen. Das sieht man hier besonders gut, der Mund, also jedes Bild einzeln gezeichnet. Später habe ich das dann nicht gemacht, aber dazu mache ich wahrscheinlich nochmal ein Video, wie ich in Zukunft jetzt versuche, Lippen zu synchronisieren, falls das irgendwen interessiert. Ich weiß, dass einige Animatoren beim Lippensynchronisieren besondere Probleme haben. Ja, das hier ist alles Bild für Bild gezeichnet, sieht deswegen auch ganz gut aus. Hier aber zum Beispiel habe ich das nicht gemacht, da sieht man, dass sich einige Münder wiederholen, zum Beispiel der und der hier. Genau. Außerdem habe ich in dieser Animation versucht, besonders viel Frame-to-Frame-Animationen zu machen, was natürlich sehr aufwendig ist und ich wahrscheinlich in Zukunft auch zu faul für sein werde, aber mal sehen. Dabei habe ich meistens mich auch wirklich an 30 Frames per Second gehalten und ich finde lustig, was dabei so in der Endanimation gar nicht zum Vorschein kommt, wie zum Beispiel dieser schöne Gesichtsausdruck hier. Oh yeah, oh yeah. Und im Endeffekt sieht das einfach nur so aus. Ja. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Für viele wird das wahrscheinlich keine Überraschung sein, aber ich weiß, dass es Animatoren gibt, die noch stark am Lernen sind. Und denen möchte ich mal zeigen, was Smears oder Smears sind. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und zwar, wenn man eine schnelle Bewegung machen möchte, zum Beispiel von hier nach hier, sieht es manchmal blöd aus, wenn man nur einen Frame dazwischen hat, wo der Charakter sich auf dem Mittelweg befindet. Deswegen benutzt man die sogenannten Smears oder Smears. Und zwar sehen die so aus, dass man einen Frame nimmt, in dem mehrere Frames sozusagen drinstecken. Man packt auf einen einzigen Frame den Charakter in mehrere Positionen. Das habe ich auch hier eingesetzt, wie man sehen kann. Und hier, als der Hausaufgabenstapel runterfällt, habe ich es mir besonders leicht gemacht. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Und so habe ich einfach die Zeichnung kopiert und häufig eingesetzt. Im Endeffekt sieht das teilweise richtig gut aus. Auch hier sind noch mal einiges mehr zu sehen. Es kann aber auch einen coolen Effekt haben, wenn man auf dieses Smears verzichtet und wirklich ganz plötzlich in die andere Position springt und das nur noch mit ein paar ausschwingenden Bewegungen unterstreicht, wie man hier sehen kann. Das Ende mit dem Ährhorn und dem flackernden Hintergrund ist übrigens von einem sehr talentierten Animator namens Hot Diggity Demon inspiriert. Checkt seine Seite aus, der macht richtig coolen Stuff, hotdiggitydemon.com und seinen YouTube-Channel, der genauso heißt, Hot Diggity Demon. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig Informationen aus diesem Video quetschen. Wenn nicht, habe ich eure Zeit jetzt völlig verschwendet. Dafür entschuldige ich mich und mache mich an meinen nächsten Cartoon. Bis dann, Leute!